Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 21. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des SC Freiburg. Und ganz ehrlich, wir sind wirklich heilfroh, dass seit unserer letzten Pressekonferenz 2 Wochen ins Land gestrichen sind, dass wir ein spielfreies Wochenende hatten letzte Woche. Denn diese Kröte, die wir schlucken mussten nach dem HSV-Spiel, die war wirklich sowas von ekelig. Und die kam jetzt sogar noch mal hoch nach der Auslosung, als sich herausstellte, dass der HSV jetzt auch noch ein super leichtes Heimspiel gegen Karlsruhe hat. So, aber nichtsdestotrotz, wir müssen dieses Ding endgültig abhaken. Wir müssen den Kopf freikriegen. Und dafür kommt der Gegner Freiburg genau richtig. Ja, aber da jetzt direkt überzugehen, da ist ein Haken dran. Ne? Ja. Denn wir müssen erst erklären, warum wir überhaupt hier stehen. Am Geißbockheim, ne? Und zwar deswegen, weil wir hier auch das ein oder andere abhaken müssen. Diese 100%-Nummer, wir kriegen alles, was wir uns wünschen, die wird es nicht geben. Die Reke hat es nochmal deutlich gesagt, dass wir uns das zwar wünschen können, aber am Ende des Tages bedeutet das nicht, dass man es auch da am Ende auf dem Gabenteller hat. Ja. So, und das bedeutet abhaken, Leute. Einfach realistisch sein und nicht irgendwas nachhängen, was sowieso nicht umsetzbar ist, sondern guten Kompromiss finden, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also, was hat sie gesagt? Es ist nicht, entspricht nicht dem Zeitgeist oder sind nicht die Zeiten, um solche Projekte zum Abschluss zu bringen. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat die Frau gar nicht mal so Unrecht. Trotz dessen, dass sie natürlich auch seit Jahren rumeiert an diesem Projekt, genauso wie wir das in unserem Management auch gemacht haben. Ja, die hätten es ja mal merken können. Ja, ne? Natürlich. 7 Jahre lang und die kommen nicht zur Potte, da kann man irgendwann sagen, Moment mal. Also bin ich völlig deiner Meinung, zumal es ja immer Hinweise gegeben hat. Ne? Also wie oft haben wir gesagt, oh, das ist aber quasi jetzt wirklich der Todesstoß für das Projekt, aber wir haben munter weiter verhandelt. Ne? Und haben uns da reingebohrt, trotz dessen, dass eigentlich schon super lange feststeht, dass es hier eine Sackgasse ist. Ne? Zumindest wenn das Ziel darin besteht, dass man hier die Riesenanlage baut, ne, und alles hier behält. Das klappt einfach nicht. Ne? Und bleiben wir aber mal bei den Zeiten, die Reke angesprochen hat. Also ich kenne hier auch noch ganz, ganz alte Zeiten, wirklich als Teenager. Früher mit 12, 13 war ich hier 4, 5 Mal die Woche. Autogramme jagen. Auch Autogramme. Damals hat man noch keine Selfies gemacht. Damals hat man Autogramme gesammelt. Ja. Ne? Und wir haben hier rumgelungert, wirklich stundenlang. Und da gab es auch hier weder dieses Tor noch dieses Vorgebäude. Da war das alles ein fließender Übergang. Wir hingen quasi in den Kabinen und haben mit den Spielern, ich weiß noch, Klaus Allofs hat mir immer seine Fußballschuhe geschenkt. Hennes Weisweiler hat mir da vorne Autogramme gegeben. Also da gibt es wirklich eine emotionale Bindung an dieses Geißbockheim. Aber das wäre für mich doch niemals ein Grund zu sagen, nein, also das muss hier behalten werden und deswegen verzichten wir auf professionelle Weiterentwicklung, ist doch totaler Blödsinn. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was du sagst gerade, zeigt ja, dass wir eine, wir haben ja einfach eine Entwicklung hinter uns. Es ist ja jetzt schon nicht mehr das, was es mal war. Ja. So, warum sollten wir das jetzt konservieren und so tun, als dürfe sich das nicht weiter verändern? Und wenn es nicht so geht, wie wir es uns unbedingt wünschen, dann muss man einen anderen Weg finden. Ich denke, das wird schon gehen. Also was wir nicht tun sollten, ist jetzt rausrennen und nochmal wie so ein zorniges, störrisches Kind Petitionen nach Petitionen und ich will aber unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Das halte ich für den komplett falschen Weg. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch, du bürdest ja deinen Nachfolgern wirklich ein riesiges Ding auf, wenn du die Leute provozierst und aufforderst, jetzt nochmal auf die Barrikaden zu gehen. Und an Alexander Werle kann ich nur wirklich sagen, Junge, du hast noch ein paar Wochen. Halt dich doch bitte jetzt aus diesem Projekt raus. Du hast es in 7 Jahren nicht geschafft. Und durch solche Äußerungen wie in diesem Interview, das ist so dermaßen populistisch. Du erschwerst deinen Nachfolgern den Abschluss und überhaupt erstmal die Weiterentwicklung dieses Projektes. Also bitte wirklich halt die Schnüss und mach einen ruhigen Abgang nach Stuttgart. Eine Sache ist ja wohl klar, wir brauchen keine Petition für besseres Management mehr. Also die jetzt nicht. Ja, genau. Ne? Erstmal gucken, erstmal arbeiten lassen, die Neuen, und mal schauen, was passiert. Vielleicht in 1, 2 Jahren können wir uns der Sache nochmal annehmen. Ne? Bis dahin würde ich sagen, ist unser Vorbild Freiburg. Ja, ne? Denn die haben eine wirklich noch viel schmerzhaftere bauliche Maßnahme ziemlich gut über die Bühne bekommen. Mit Tränen, mit Widerstand, auch alles in Ordnung. Ja? Ja. Aber am Ende des Tages haben sie es über die Bühne bekommen und haben ein neues Stadion. Und das ist nun, wenn man das alte kennt,
auch echt ein Schritt gewesen. Ne? Ja, absolut. Also das alte Dreisamstadion, das war nun wirklich also ein wunderschöner Ausblick in den Schwarzwald. Du hattest diesen tollen Biergarten, ganz emotional. Für mich die schönste Auswärtsfahrt. Beim Hinspiel war ich ja auch vor Ort, als wir wirklich unglücklich 1-1 in der 90. Gespielt haben. Aber Freiburg ist immer eine tolle Tour. Und die haben es hingekriegt, das eben abzuhaken. Spielen weiterhin erfolgreich, auch im neuen Stadion. Und das sollte uns doch mit dem Geisbockheim auch gelingen, ohne dass wir es ganz aufgeben müssen. Ne? Das ist überhaupt nicht das Thema. Es wird nicht abgerissen, es bleibt und wir bleiben auch hier. Und damit habe ich eine Autobahn mir bauen lassen für das Motto. Ne? Das ja. Motto lautet nämlich, wartend, wo ist das? Hier, Vorbild Freiburg, Zukunft voraus. Aber erstmal würde ich sagen, zwei Kölsch auf 3 Punkte gegen Freiburg. Ja, Ordnung muss sein. Russische ne? Leute. Ja, lecker, nimmt ihn allein die Trainernummer. Ja. Ne? Ja. Streich in Freiburg. Also, wenn das nicht unser Vorbild sein sollte, ja, dann weiß ich es nicht. Ein Trainer, der hundertprozentig passt. Ne? Und dann einer, an dem sie natürlich durch dick und dünn auch festhalten, egal was passiert. Ja. Das hoffe ich, haben wir noch vor uns. Wir sind ja gerade erst am Beginn des Weges mit Steffen Baumgart. Aber das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und da bin ich auch echt ein Riesenfan von Kontinuität. Man sieht das ja. Einfach, man sieht es an Freiburg tatsächlich ganz besonders gut, ne? Ja. Dass man da nicht ständig die Leute rauswerfen muss. Ne? Also Steffen Baumgart hat ja auch klare Signale ausgesendet, dass er sich das vorstellen kann, dass er keine Ausstiegsklausel benötigt in seinem Anschlussvertrag. Das sind für mich auch klare Signale, dass er sich nicht nur wohlfühlt, sondern dass er sich auch vorstellen kann, lange hier zu bleiben. Heute macht er mal blau, beziehungsweise er hat Corona und kann deswegen heute das Training nicht leiten. Leider Gottes wird er auch am Samstag im Stadion fehlen, logischerweise, weil er ist in Quarantäne. Von der Stelle natürlich unsere gute Besserung an dich, lieber Steffen. Und wir sind sehr gespannt, wie es sich anfühlt in diesem dann doch sehr leisen Stadion. Ohne vielleicht, den Trainer. Da brüllt ja gar keiner mehr. Da wird ja völlig lustig. Ne? Ich weiß auch nicht, ob die Mannschaft ohne den Trainer überhaupt noch weiß, wo sie hinlaufen. Ja, aber ja, wenn man denen natürlich ständig sagt, da lang, ja. Ne, dann machen sie es vielleicht nicht mehr von alleine. Ich bin sehr gespannt. Ja. Was hier mit Neues? Spieler, ja. Definitiv. 2 neue Spieler haben wir jetzt in den letzten 2 Wochen, zack, sind sie da. Ne? Mhm. Der Schabau und das Biest. Ne? Finde ich absolut großartig. Im Übrigen für mich auch, das sind sehr vielversprechende Spieler, die jetzt aber nicht schon mit dem Riesennamen, wo jeder mit der Zunge schon vorherein schnalzt, ist mir sehr, sehr sympathisch. Finde ich super. Ne? Ja, wobei ich habe schon geschnalzt, als ich das Begrüßungsvideo des Biestes gesehen habe. Der sich nämlich vorgestellt hat, ich bin Bright und bin 18 Jahre alt. Das könnte eigentlich unsere Vorstellung auch jedes Mal sein hier. Ja. Wir sind zwar ein bisschen älter, aber... Kann man ja trotzdem machen. Ich kenne sehr viele Frauen, die schon seit 20 Jahren 36 sind. Ja. Nee, und ich finde es auch super, dass wir auch schon in Vorbereitung auf die nächste Saison uns jetzt verstärken für die Champions League, dass wir also Champions League-Spieler holen, ja, die dort schon Erfahrungen gesammelt haben. Das ist sehr vorausschauend. Ja, was gibt's sonst Neues? Also was mir noch einfällt, ist wirklich auch eine echte Zäsur in der Fanlandschaft. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Das betrifft den FC-Stammtisch, lieber Ralf Friedrichs. Da natürlich auch an dich ganz herzlicher Dank für all die Jahre FC-Stammtisch, das ist eine absolute Institution. Du warst, wie Thomas Wagner geschrieben hat, bei Facebook habe ich gelesen, ein Pionier und gleichzeitig eine Legende. Und ja, davor ziehen wir den Hut und sagen wirklich Danke. Drücken gleichzeitig dem Pascal die Daumen und dem Konrad. Ja. Ne? Die kennen wir ja auch vom Wilden Süden sehr gut. Das sind große Schuhe, in die ihr reinschlüpft, aber wir trauen euch das zu. Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir waren ja selber auch 2-mal als Gäste dabei beim Ralf. Der Ralf war auch mal bei uns in einer PK. Auch das, genau, ja. Damals die Europa-PK. Mhm.
verlinken wir alles unten. Ne? Verlinken also, wir nochmal, ne, genau. Wer da nochmal reinschauen will. Ja, fällt dir noch was ein? Haben wir noch jetzt? Ja, wir haben Hoffnung. Und zwar warum? Weil das Hinspiel, du hast es eben gesagt, wirklich sehr knapp unentschieden ausgegangen ist. Ne? Ja, im letzten Moment haben wir uns noch einen reinwürgen lassen. Und insofern, warum sollten wir nicht dieses Mal das Glück auf unserer Seite haben? Wäre doch eigentlich angebracht. Richtig. Also da kommt eine Mannschaft, vor der wir wirklich absoluten Respekt haben, den Hut ziehen, sie sogar als unser Vorbild hinstellen. Aber wir haben deswegen keine Angst vor ihnen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Und wir haben alle Chancen, mit Zuschauern, ohne. Und wenn wir sie schlagen, sind wir ganz dicht an ihren Fersen. Von daher... Gibt es nicht die Möglichkeit, dass man Steffen Baumgart irgendwie über Mikrofon ins Stadion überträgt, so am Rand oder so, dass man da einfach, dass die Spieler nicht das Gefühl haben, es fehlt was, ja? Das wäre wirklich, das wäre echt geil. Also das wäre jetzt eine Petition, die ich unterschreiben würde. Oder in so ein Papamobil setzen. Ja. Und dann fährt, wie früher, der Papst, werde ich auch nie vergessen. Also Steffenmobil. Ja, so. Sehr schön, ja. Da könnt ihr habt doch diese, es gibt doch diese runden, diese Kugeln, womit die immer diese Pausenbespaßung machen, ja, ne, wo man in so durchsichtigen Kugeln, da kann man den reinstecken, da kann er keinen anstecken und dann rollt er da die Bahn hoch und runter. Also Leute, ne, man sieht schon, der FC war nicht kreativ genug, der Mann muss nicht zu Hause bleiben. Ja. Wir hoffentlich auch nicht. Samstag. Ciao. Prost, Leute.